Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem kleinen Interview-Spezial. Ich begrüße dazu Andreas Deutsch vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Deutsch, Sie haben uns nämlich heute die besten und die schlechtesten Aktien in Sachen Performance auf Jahressicht aus dem deutschen Leitindex mitgebracht. Beginnen wir doch mal positiv quasi mit den besten Werten. Welcher Wert hat sich denn am besten geschlagen? Genau, also wir machen heute das Wettrennen um die beste Performance im DAX, also so ein Zwischenstand ist ja nicht mehr so lang bis zum Jahresende. Und Platz 1 im Moment, also wenn das Jahr jetzt zu Ende wäre, dann hätte Fresenius den Vogel abgeschossen, was eigentlich auch nicht so verwundert. Es ist ja eine sehr defensive Aktie, das Jahr sehr volatil, sehr anstrengend für die Anleger. Ja, und dann hat man sich dann einfach auf diese Werte besonnen, die in den vergangenen Jahren, wenn es dann mal kritisch wurde, sehr gut gelaufen sind. Fresenius ist ja auch eine Aktie, die auch gut gelaufen ist, als es nicht so kritisch wurde. Also konnte man da auch nicht so viel falsch machen in dem Jahr. Also wir haben hier im Moment eine Performance von seit Jahresanfang von plus 57% bei Fresenius. Wir haben jetzt den Chart auf 12 Monate, also das dazu, aber da sieht man auch eine Menge. Also wir haben hier den Kampf um ein neues Hoch, weit entfernt von der 200-Tage-Linie, wirklich schönes Chartbild, fundamental läuft es auch sehr gut bei Fresenius. Die letzten Zahlen haben die Börse sehr überzeugt. Das Unternehmen profitiert natürlich vom starken Dollar. 12% der Geschäfte macht Fresenius in den Vereinigten Staaten. Die Tochter Fresenius Medical Care, an der Fresenius 30% hält, die macht noch mehr im Dollargeschäft und deswegen hier diese starke Performance. Wir schauen weiter, Herr Ohme. Wir haben hier Adidas. Das ist natürlich eine Turnaround-Geschichte par excellence. Also wir haben ja hier wirklich eine ganz starke Kursentwicklung gehabt. Die letzten Zahlen waren gut. Also hier Adidas nach den Problemen, die hier in den Monaten davor und auch 2014 da wirklich auf dem Kurs belastet hatten, die sind jetzt ausgeräumt. Jetzt gibt es dann noch diese Spekulation, dass Adidas vielleicht sogar gekauft und übernommen wird, also jetzt nicht von Nike, von dem großen Konkurrenten, sondern Hans Abernika, der Börsenbriefherausgeber von der Aktienbörse, der schon sehr lange im Geschäft ist, sich sehr gut auskennt, der hat hier eine chinesische Adresse ins Spiel gebracht und diese Spekulation, die könnte den Kurs natürlich weiter treiben. Wir haben bei Adidas hier auch Kurszielerhöhungen gehabt letztens von der Deutschen Bank und von HSBC auf 105 Euro, also hier auf jeden Fall auch bei der nach dieser starken Rallye noch Potenzial. Wir schauen weiter bei den Gewinnern. Wir haben hier die Deutsche Börse. Die hat im laufenden Jahr, da muss ich kurz den Zettel nochmal hervorholen, das ist Platz 3 in dem Jahr bei den Top-Performer plus 32%, also hier auch wirklich ein ganz starker Wert. Da ist natürlich jetzt hier auch dieses VW-Debakel, hat damit reingespielt, dass die letzten Zahlen noch sehr stark ausgefallen sind. Aber die Aktie ist schon vorher gut gelaufen. Wir hatten hier das neue Hoch. Jetzt so hier so ein bisschen Konsolidierung, Kampf um die 200-Tage-Linie. Ob die 200-Tage-Linie hält, wenn sie nicht hält, dann könnte man dann eher hier schon so in diese Gefilde wieder runtergehen. Aber wie gesagt, also das VW, diesen Abgasskandal hatte, das hat der deutschen Börse in die Karten gespielt, weil hier VW-Aktien wirklich wie der Teufel gehandelt worden sind nach diesen Zahlen und hier quasi der deutschen Börse eine Sonderkonjunktur gebracht haben. Schauen wir weiter. Wir haben hier den nächsten Gewinner, das ist Beiersdorf. Das ist Platz 4 bei den Gewinnern in diesem Jahr, plus 29,9%. Auch wieder eine defensive Aktie, wenn es kritisch wurde. Dann nimmt man halt einfach defensive Werte, deren Geschäftsmodell man kennt. Beiersdorf mit starken Zahlen fürs dritte Quartal. Es ist ein Unternehmen, was wirklich dann noch wächst. Also jetzt auch nicht nur in den Schwellenländern, wo man jetzt denkt, ja, in Indien, da möchte man natürlich sich dann eher mit der Nivea-Creme eincremen als mit irgendeiner indischen Creme. Beiersdorf wächst auch noch in den etablierten Märkten, also in den gesättigten Märkten. Zwar jetzt nicht so mega viel, aber stetig, und das ist auf jeden Fall dann auch was den Kurs dann noch mittel- bis langfristig treiben könnte, immer peu à peu. Und hier, wie gesagt, kurzfristig aufwärts, dann wunderbar, hier der Kampf um mein neues Allzeithoch ist es, glaube ich, und
Naja, da geht auf jeden Fall noch was. Das ist die Top 4. Wie sieht es denn mit Platz 5 und 6 aus? Auch die wollen wir uns noch anschauen, bevor wir dann zu den Verlierern wechseln. Genau, da haben wir die Deutsche Telekom. Das ist ja auch wirklich hier mal wirklich besonders bemerkenswert, dass die Telekom dann mal bei den Top-Performern ist, obwohl hier der Chartverlauf, man sieht, sehr volatil war. Also wir hatten hier einen schönen Anstieg, aber da ist der Markt auch sehr gut gelaufen zum Jahresanfang hin. Dann hat sich die Aktie dann so ein bisschen wie der Markt entwickelt. Aber jetzt sieht es auch hier charttechnisch wirklich wieder sehr gut aus. Was auch oder vor allem an der starken Geschäftsentwicklung im dritten Quartal liegt, die auch die Hoffnung da anstößt, dass das vierte Quartal, das Gesamtjahr dann auch sehr gut werden. T-Mobile US, die US-Tochter hat gute Zahlen vorgelegt. Das spielt dann auch bei der Deutschen Telekom insgesamt in die Karten. 17 Milliarden Umsatz waren es im dritten Quartal und die Aktie hier sieht charttechnisch gut aus, hat auch noch Potenzial. Fresenius haben wir schon gesehen, die Tochter genau. Ist aber auch mit am Start. Genau, sie hatten Platz 6 gesagt. Genau, das ist die Tochter von Fresenius, Fresenius Medical Care. Jetzt auch hier nach diesem starken, steilen Anstieg in den letzten Wochen hier bei der eine Konsolidierung. Krankenhausbetreiber macht sehr viel Geschäft in den Vereinigten Staaten und ist ja wirklich einer dieser Top-Performer im langfristigen Segment. Und hier konnte man wirklich in den vergangenen Jahren nicht viel falsch machen. Ist jetzt mittlerweile nicht mehr so günstig bewertet, aber wenn es dann mal kritisch läuft an der Börse, dann greifen die Anleger dann auch gerne bei Fresenius Medical Care zu. Also die Fresenius-Familie grundsätzlich sehr gut unterwegs. Jetzt schauen wir aber ans andere Ende. Also die schlechtesten Performer auf Jahressicht bis jetzt. An wen geht denn aktuell die rote Laterne? RWE. RWE ist im Moment im Minus seit Jahresanfang mit minus 59%. Der Konkurrent E.ON, der ist im Moment hier mit minus 38% im Minus. Also hier im Moment RWE mit der roten Laterne. Und ich denke mal, also wenn da kein Wunder passiert, dann wird das am Jahresende dann auch so sein bei RWE. Ja, der Atomausstieg Fukushima ist jetzt mittlerweile fast 5 Jahre her, aber das schlägt bei den Versorgern immer noch voll rein. Also es ist jetzt die Frage, ob RWE die Dividende so in der Höhe zahlen wird, dann ist eine Kapitalerhöhung ins Spiel gebracht worden. Also positive Nachrichten sind eigentlich absolute Mangelware und man sieht es ja hier auch am Chart. Also man kann ja noch nicht mal sagen, dass hier so bei diesen kleinen Aussetzern dann wieder nach oben, dass dann vielleicht so ein bisschen Hoffnung dann wieder im Markt war. Oder hier, wo dann auch irgendwann gedacht wird, jetzt haben wir das ganze Negative eingepreist, dann gab es dann auch positive Signale von der Bundesregierung, dass die Rückstellungen für den Atomausstieg dann doch reichen, aber dann geht es halt direkt hier wieder runter und im Moment also wirklich das Chartbild katastrophal. Platz 3 geht ja an einen Wert, von dem wir ja seit Mitte September ungefähr fast täglich neue Meldungen hören und die meisten davon sind eher weniger positiv, also negativ. Genau. VW. Ja, naja klar. Also wen wundert es, wir hatten den Abgasskandal. Vorher lief es auch nicht so gut für die Autobranche. Hier gab es ja dann auch diese Probleme in China hier. Abwärtstrendkanal sah schlimm aus und dann der Abgasskandal, wo die Aktie hier mit Karacho unter die 100 Euro rutschte. Im Moment hier wieder etwas positiver, aber ich denke mal, diese Geschichte, die wird dann noch sehr lange da am Konzern haften. Aber da kennt der Kollege Jochen Kaupe sich deutlich besser aus. Aber man sieht es hier, der Kurs, der Chart spricht hier Bände. Also sieht so aus, als ob VW da auf jeden Fall unter den negativen Performern bleibt. Wer auch mit darunter ist, ist die Bankenbranche, richtig? Ja, absolut. Also da haben Sie recht. Commerzbank, Deutsche Bank, wir haben hier die Commerzbank. Sehr volatil in dem Jahr. Jetzt zuletzt dann wieder, als die Aussicht auf neues, frisches, vieles Geld von Mario Draghi kam. Mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend, jetzt bröckelt die ganze Geschichte dann wieder. Aber es sieht ja schon so aus, als ob Mario Draghi hier die Schleuse nochmal auftritt. Und ich denke mal, dann werden die Leute sich dann auch wieder umschauen, welche Aktie ist nicht so gut gelaufen, welche Aktie eignet sich zum Traden. Und hier hat die Commerzbank in den vergangenen Jahren wirklich überzeugt. Also ich habe sie ja bei dem Projekt Mission 10% Plus, trade ich ja die Commerzbank-Aktie, liegt da im Plus. Und wie gesagt, also Draghi, da liegen die Hoffnungen drauf, wenn er die Schleusen auftritt, dann denke ich mal, dann könnten wir hier auch schnell Kurse jenseits der 11-Euro-Marke sehen. Schauen wir uns die Deutsche Bank noch an. Den Konkurrenten,
Da gab es die Hoffnung auf den neuen Chef, auf John Krein. Aufwärtsbewegung hier im Oktober, wo wir auch gesagt haben, das könnte jetzt mal was werden, dass da vielleicht der Turnaround gelingt. Aber jetzt so die Worte, die John Krein gewählt hat, die klangen jetzt auch nicht so optimistisch. Also er hat ja um Geduld gebeten, er hat ja irgendwie von 2 Jahren gesprochen, so quasi 2 Übergangsjahre, harte Jahre. Und das hat der Börse überhaupt nicht gefallen. Wir haben hier wieder eine Abwärtsbewegung zuletzt gesehen. Und ja, charttechnisch muss man sich jetzt hier damit wahrscheinlich auch anfreunden, dass wir, gut, das ist ja eh schon Geschichte, dieses Tief, also dass wir hier zu den Tiefs, auf die Tiefs fallen aus den Jahren 2012, 2011. Und das wäre natürlich dann charttechnisch gesehen verheerend. Also im Moment diese Aktie, kein Kauf. Herr Deutsch, ich würde sagen, wir verabreden uns einfach in einem Monat nochmal und schauen dann, ob sich am Ranking noch was getan hat in den letzten Handelswochen des Jahres. Besten Dank. Machen wir das. Alles klar, sehr gerne. Ja, Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, dann bekommen Sie auch ein Update in Kürze, was die ganze Geschichte der Performer im DAX angeht. Das war's für den Moment. Danke fürs Zuschauen.